Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Wir spielen das Big Farm Projekt und wir sind hier gerade unterwegs mit dem John Deere, mit unserem neuen John Deere, den wir ja gekauft haben und jetzt gerade dabei sind, die Sonnenblumen auszusehen. Der Tank ist leer. Da werden wir mal schnell auffüllen gehen. So, und der John Deere macht richtig gute Arbeit, muss man einfach so sagen. So gerne ich auch den Fendt hier auf dem Hof hatte, der John macht das auch sehr, sehr gut. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Wir brauchen Saatgut. Da hinten habe ich ein paar Paletten, aber das ist der Dünger. So, jetzt muss man wieder schauen, wie wir das aufkriegen. Ist das jetzt der Dünger oder das Saatgut? Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Okay, wir müssen mal die Hilfe einschalten. So, Hilfefenster an. Na, Befüllung starten. Sehr schön, das war's. Jetzt könnten wir natürlich hier auch gleich ein bisschen Saatgut nachfüllen, wenn wir gerade in der Ecke sind. Quatsch, Saatgut, Dünger. So, packt er das? Kommt er da hin? Ah, sehr schön. Dann kriegen wir nämlich die Dinger hier auch weg. Gut, mittlerweile ist auch bei der Kartoffelernte unsere Saatmaschine jetzt auch mittlerweile leer. Das heißt, da können wir dann auch gleich mal nachfüllen fahren. So, dieses Feld hier rechts, das wird unser großes Maisfeld für die Saison. Da werden wir komplett Mais drauf machen. Und da werden wir natürlich uns dann auch wieder Gedanken machen, ob wir das ernten. Mit Sicherheit ein Teil für unsere Schweinchen. Aber wir werden dann auch vielleicht wieder jede Menge häckseln. Und da habe ich wieder Lust auf diese Göwal stationären Ballenwickler. Das fand ich eigentlich eine ganz spannende Geschichte, interessante Geschichte, die wir uns dann wieder eventuell zulegen werden. So, schauen wir mal, dass wir hier wieder in die Spur kommen. Ich glaube, so passt es. Jo, zack. Der gute Johnny 7R mit knapp 350 PS. Wunderbar, wunderbar. Schönes Gefährt, gefällt mir gut. Ich muss jetzt sagen, ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt, wir haben ja deswegen hier auf den Johnny gewechselt, weil wir mit dem Fendt immer Probleme hatten mit dem Helfer, wenn der unterwegs war, dass er uns, ich sage mal, zu spät eingeschlagen hat, immer zu große Kurven gefahren hat, gegen Bäumchen dann gebrettert ist oder ähnliches. Wie gesagt, immer mit dem Helfer, wenn man automatisiert losgeschickt hat. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt generell an dem an diesem Mod lag oder ob das einfach wirklich so ist, weil ich habe den Eindruck, dass er einen etwas kürzeren Radstand hat als der Fendt. Naja, sei es drum, auf jeden Fall die Erfahrungen mit dem 7R sind bis jetzt relativ gut. Auch bei der automatisierten Abfahrt. Ich denke, der wird uns hier noch viele, viele Freude auf dem Hof machen. Jetzt schauen wir mal nach ihm hier, weil der ist nämlich auch leer gefahren und der braucht auch wieder Material. So zusammenpacken gibt es bei dem, glaube ich, nichts. So, da drüben ist der Kollege noch unterwegs und wird noch mit der Kreiselecke hier das Feld für uns vorbereiten. Ja, hier müssen wir natürlich auch irgendwann mal anfangen, hier ordentlich zu malen, die Wege hier hinzupacken, richtig, damit es gut aussieht. Augenblick, jetzt muss ich gerade mal schauen, hier wegen dem Grasfeld. Es ist erntereif, aber ist noch nicht die zweite Wachstumsstufe. Also müssen wir uns da noch Gedanken machen, ob wir da tatsächlich jetzt in diesem Monat mähen wollen oder ob wir dann auf den nächsten warten. Auf der anderen Seite ist es ja so, wenn wir hier mit der Feldarbeit durch sind, hier müssen wir natürlich walzen. Das Kartoffelfeld müssen wir zum Glück nicht walzen. Wenn wir hier mit der Feldarbeit durch sind, ob wir dann schon spulen. Denn so viel ich weiß, sind unsere Tierchen gut gefüttert. Also die Ställe sind gut beladen, gut aufgefüllt. Und ansonsten, Silage können wir nicht mehr verarbeiten in der BGA. Da haben wir zu wenig Material und dann wären wir eigentlich schon wieder fast durch. Weil so viel gibt es hier in diesem Monat eigentlich nicht mehr zu tun. Wenn wir eben das Kartoffelfeld und das Sonnenblumenfeld soweit
bestellt haben. So, die Sämaschine bzw. diese Grimme hier haben wir nur ausgeliehen. Deswegen heißt es ja auch ein bisschen zügig arbeiten. Ich habe aus Versehen mal wieder oben. Das haben wir schon auch in der Galgenberg aus Versehen. So, was kostet mich das? 1798, okay. Bei der Galgenberg haben wir auch schon aus Versehen ein bisschen zu schnell vorgespult. Dann war der Tag plötzlich rum. Das merkt man spätestens dann, wenn die Dunkelheit einbricht. Aber hier ist es jetzt natürlich so, dass uns das Gerät ja jede Stunde Miete kostet. Und ich glaube, wir haben jetzt schon mal eine Stunde zu schnell vorgespult. Ich denke, wir können es verschmerzen, wenn wir hier unsere Erträge haben. So, der Johnny ist hier unterwegs. Sehr schön. Und G, Helfer G hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das müsste unsere Kreisecke sein. Dann könnten wir den Kollegen nämlich gleich nehmen und mit der Walze hier über das Feld fahren lassen. Dann wird das nämlich hier relativ zügig durch sein. So, das Grasfeld hier und das Grasfeld auch ganz unten, das Eckchen, das bleiben ja Grasfelder. Also insofern haben wir da keinen Druck. Ich hatte ja überlegt, ob wir hier auf diesem Feld hier rechts auch Gras aussäen, damit wir zumindest einmal mähen können, um dann eventuell vielleicht Getreide oder ähnliches draufzupacken. Aber ich habe mich dann doch entschlossen dazu, weil wir noch gar kein Soja hatten, dass wir dann doch hier im nächsten Monat Soja drauf machen und dann lassen wir das Feld so. Aber wir müssen da sowieso ein kleines bisschen, glaube ich, besser aufpassen, weil wir könnten immer irgendwann mal zwischendurch natürlich die Felder mit Gras bestellen, um Silage herzustellen. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, 5 Reihen macht er immer. Kann das sein? 5? Dann passt das nämlich, glaube ich, genau so. Okay. Dann ab die Post. Das sieht gut aus. Wir springen rüber zu unserem Messe, wenn ich richtig weiß. Jo. So, das sieht gut aus. Das hat er ordentlich gemacht. Ist ja, wie gesagt, nicht immer ganz so einfach mit diesen dreieckigen Feldern. So, dann, wenn wir das eingepackt haben, dann holen wir die Walze und können schon mal das Sonnenblumenfeld bearbeiten. So, immer ein bisschen die Augen auf die Straße und nicht immer hier auf die Technik. Sodele. Ja, wie ich eingangs schon erwähnt hatte, das Problem mit den Helfern und mit den Fahrspuren bzw. dann auch mit dem Fendt. Also hier vorne genau an der Kreuzung haben wir immer das Problem gehabt, dass der Fendt immer etwas zu spät eingeschlagen hat und dann ist er immer hier entweder gegen den Felsen rechts gefahren oder halt eben gegen den Zaun hier links. Und der Johnny macht da auf jeden Fall hier eine stabilere Geschichte bzw. eine zuverlässigere Fahrt. So, dieses Feld hier rechts, das wäre natürlich ein Feld hier für die Zukunft, denn wir wollen ja auch noch ein bisschen expandieren. Ziel sollte es ja am Schluss sein, dass wir hier der super-duper Großbauer sind. Ja, und dass wir hier dann auch die großen Felder. Mein Alternativ wäre natürlich immer noch das Feld hier dann rechts neben uns, dieses große, schöne, große Feld. Das könnten wir dann auch wieder schön unterteilen und eventuell auch für Hofexpansionen benutzen. So, und wo packen wir den hin? Den packen wir mal dahin. Im Moment, wie gesagt, parken wir hier unsere Geräte noch ein bisschen wild in der Gegend. Da soll dann auch irgendwann mal eine Halle hin, aber dazu brauchen wir 150.000. Und das haben wir jetzt gerade nicht mehr. So, wo ist denn die Walze? Hat irgendjemand die Walze gesehen? Ach, da. Sehr gut, dann ab die Post. So,
So, zwischenzeitlich haben wir uns auch ein größeres Fass gekauft, denn wir hatten dann mal fast 40.000 Liter Milch zu verkaufen. Und da habe ich dann hier diesen schönen Anhänger besorgt. Damit können wir bis zu, ich glaube, 18.000 Liter, den kann man auch noch ein bisschen pimpen in der Werkstatt, auf 22 oder 24.000. Das heißt, da sind wir für die Zukunft gewappnet. Und auch was die Schweinchen angeht, die reproduzieren sich ja auch fleißig im Moment. So, da müssen wir dann auch mal ein Auge drauf werfen, wann da eigentlich der beste Preis ist. So, da vorne dreht der Johnny gerade wieder mal am Ende des Feldes. So. Sehr gut. Dann schicken wir ihn hier mal los. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig hier bei der Saat. Ich meine, so sieht man es an den Rillen, weil wir hier eine Querrichtung gefahren sind. Aber hier sieht man natürlich jetzt fast keinen Unterschied zwischen wo ist gewalzt und wo ist nicht gewalzt. Aber wir sehen 78% erwarteter Ertrag. Wieso eigentlich nur so wenig? Ist das so ein schlechtes Feld hier an der Ecke? Naja, okay, Stickstoff und pH-Wert sind perfekt. 99, 98, 100. Naja, gut, ist eigentlich Standard 100%. Und wir tun ja, wie gesagt, unser Bestes, dass der Wert auf jeden Fall weit oben ist. Aber wieso dann trotzdem, obwohl wir alles gemacht haben, nur 99? Naja, irgendjemand wird es wohl wissen. So, wo sind unsere Kollegen? Also er wendet jetzt hier, so wie sich's gehört. Solange wir rechteckige Felder haben, ist ja alles im grünen Bereich. Da können die Helfer sehr, sehr gut arbeiten. Aber bei dem Feld, wie gesagt, da ist es dann immer ein bisschen schwierig. Wir sehen auch, dass er hier was stehen lässt. Aber gut, das soll nicht das Problem sein. Wenn wir jetzt auch hier, glaube ich, quer in Vorgewände fahren würden, das sähe irgendwie witzig aus. Und ich bin auch der Meinung, dass ich glaube, hier kriegen wir jede Menge Kartoffeln runter. Also das wird schon interessant. Da müssen wir uns dann auch Gedanken machen, wie wir diese Kartoffeln einlagern. Ja, da könnte man natürlich ein Kartoffellager irgendwo noch hinstellen. Oder eben ein Multifrucht-Silo, wo wir dann auch die Kartoffeln hier einwerfen könnten. Naja, sei es drum. Ich glaube, Augenblick, Kartoffelernte ist ja erst wann? Kartoffeln. Da rechnen wir mal im August, September damit. Okay, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Da können wir noch ein bisschen arbeiten und hoffentlich etwas Geld machen mit Silage. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir uns dann ein Kartoffellager organisieren. Oder die Kartoffeln einfach irgendwo hier in eine Halle reinwerfen. Hier schüttgutmäßig. Das müsste doch eigentlich auch gehen. Wo hatten wir denn hier noch Platz hier, oder? Könnten wir hier eigentlich auch die Kartoffeln reinwerfen, mit Sicherheit. Übrigens, kleiner Tipp, so schön das auch ist, aber hier die Werkstatt ist natürlich ein bisschen schwierig, weil der Trigger nur hier reingeht und wir dann mit größeren Geräten, größeren Maschinen überhaupt gar nicht reinkommen zum Reparieren. Wir haben übrigens das gleiche Problem auch auf dem Ursprungshof. Da ist die Werkstatt auch innen drin und da kommen wir halt mit zum Beispiel dem großen Mähwerk, also mit dem Schneidwerk, kommen wir da gar nicht rein und können das gar nicht reparieren. Also da müssen wir uns nochmal Gedanken machen, ob wir eventuell so hier den Kercher, das ist ja gar kein Kercher, das ist ein Stiel, dass wir dann hier dann noch eine kleine mobile Werkstatt hinlegen oder hinpflanzen müssen. Okay, das zum Thema hier unseres Hofes. Dann schauen wir mal ganz kurz zwischen rein, wie es unseren Tierchen geht. Gesundheit 100%, Nahrung ist, glaube ich, genügend da. Wir haben auch genügend Stroh. Gülle wird fleißig produziert, damit wir düngen können. Und Mist können wir in die BGA werfen. Interessanterweise gibt es hier relativ wenig Mist. Ja, also das wundert mich ein bisschen. Und ich wüsste auch nicht, dass man das irgendwie... Nee, das kann man doch gar nicht automatisieren. Also wir haben hier jetzt mittlerweile 154 Tiere. Und es ist ja auch genügend Stroh drin. Aber aus irgendeinem Grund gibt es hier keinen Mist. Ja, also ich bin da etwas irritiert. Etwas irritiert. Weil wir haben ja auch keine Mistplatte. Nö.
Naja. Sei es drum. Wir schauen mal ganz kurz in das Tiermenü. So, ihr seht, jede Menge Schweinchen sind hier schon nachgekommen. Und da müssen wir mal schauen, wo hier der beste Preis eigentlich ist. Ich bin da jetzt gar nicht mehr auf dem Laufenden. Ich glaube, bei den Kühen war es immer um die 1500. Höher geht's nicht. Dann geht es schon wieder abwärts. So, 1275, 20 Monate. Ich glaube, die Tierchen sind sogar schon jetzt wieder im Abfallen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie es hier bei den Schweinchen aussieht. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall im letzten Monat die Preise hier noch niedriger waren. Also 833 müssen wir uns mal notieren und uns merken, damit wir auch da den Überblick behalten, wann der beste Verkaufstag ist für die Schweinchen. Aber ich glaube, die können wir nochmal reproduzieren lassen. So, Wurzelfrüchte und Nahrung ist genügend da. Da müssen wir uns also keine Gedanken machen. Stroh ist auch genügend da, aber es kommt wenig Mist an. Im Gegensatz halt hier zu den Kollegen. So, da hatten wir ja gesagt, ihr wisst es ja, die haben wir in dem anderen Stall. Und das ist sozusagen unser kleiner Aufzugsstall. Und die wollten wir dann irgendwann mal rüberholen. Wenn, jetzt sehe ich es auch. Okay, da geht jetzt langsam die Nahrung nach unten. Und da könnten wir uns dann wirklich Gedanken machen, ob wir dann im übernächsten Monat oder so die Tierchen hier rüberholen in unseren Stall. Oder wir diese eben verkaufen und uns dann frische Tiere für unseren Stall hier am Hof holen. So, wovon spreche ich die ganze Zeit? Jep, wir haben ja hier unten. So, da springen wir mal kurz hin. Augenblick. Ach, da können wir gar nicht hinspringen. Okay. Naja, okay. Also hier unten sieht man es ja. Also auch, man sieht es eigentlich auch nicht. Aber hier unten ist ja noch ein Stall. Der gehört sozusagen zur Map. Den haben wir jetzt mal genutzt. Und dort sind ja auch noch 40 Kühe. Da sind diese 40 Kühe von uns drin mit einem Fütterungsroboter. Und den habe ich richtig vollgepackt. Und um eben das Material nicht zu verschwenden, lassen wir die Tierchen jetzt mal da drin. Und wenn das dann das Futter so langsam zur Neige geht, was jetzt wohl der Fall zu sein scheint, dann bringen wir die Tierchen hier rüber in diesen Stall. Okay, schauen wir mal, wie weit unsere Kollegen sind. Au, der Johnny müsste fertig sein. So, er fährt natürlich noch und hat 50%. Also das heißt, wir werden hier mit Sicherheit nochmal nachladen müssen. Und da haben wir ja jetzt Glück gehabt. Das ist natürlich immer eine gefährliche Geschichte, weil der würde jetzt mit Sicherheit am Ende des Feldes rübergehen und auf dem anderen Feld weiterarbeiten. Ja, ist natürlich immer ein bisschen ein heikles Thema, wenn man eben solche größeren Saatmaschinen hat. Muss man immer ein Auge drauf werfen. Sonst fährt er nämlich rüber. So, dann machen wir das Ganze jetzt hier nochmal manuell. Die letzten Meter. So, dann fahren wir hier. So. Dann fährt er nicht so sehr in der Furche. Ach, okay. Ja, dann müssen wir doch in die Furche rein. Sehr schön. Er da hinten fährt tatsächlich auch bis zum Feldrand und walzt bis zum Feldrand. Das ist auch sehr, sehr gut. Sehr gut. Dann können wir den hier jetzt einklappen. Und für diesen Monat sind wir durch. Nächsten Monat wird er nochmal richtig gut eingesetzt, weil dann wollen wir hier auf diesem Feld Mais aussehen. Gut. Dann bringen wir den erstmal wieder zurück zum Hof. Und der stand ja hier in der Halle. Da kriegen wir den auch wieder mit Sicherheit rein. So. Sehr gut.
So, haben wir jetzt irgendwas Größeres noch zu tun für den Johnny? Gewalzt wird es ja bereits und wir müssen noch das Kartoffelfeld auf jeden Fall düngen. So, hier müssen wir nichts mehr machen. Wenn es gewalzt ist, dann ist es soweit fertig. Genau, ups. So, aber hier. Und da bin ich jetzt gerade mal am Überlegen, ob wir hier jetzt ein bisschen anders fahren. Aber was wir hier machen können, ist auf jeden Fall mit ihm hier eine Palette Saatgut hinbringen. Dann können wir den direkt auf dem Feld auffüllen. Weil wir können ja in die Saatmaschine entweder Kartoffeln direkt reinwerfen. Saatkartoffeln oder halt Saatgut. Und dann besorgen wir uns mal. Eine Palette mit Saatgut, bitte. So, hier. Zack. Saatgut Pioneer 1000 Liter. Das sollte doch passen. Sehr schön. Also ich denke zumindest. So, jetzt haben wir den Kerl. Und dann fahren wir damit auf unser Kartoffelfeld und können auf jeden Fall einmal nachladen. Mit dem wunderschönen Liebherr-Teleskoplader. Liebe ich einfach mit den Teleskopladern. Richtig schöner, niedriger Schwerpunkt und so weiter. Dann Allradlenkung, die Flexibilität mit der Teleskop. Ja, Stange oder wie man das nennen möchte. Hervorragend. So. Dann fahren wir hier mal links herum. Hinten drin ist ja ein Gewächshaus von uns. Das produziert Salat am laufenden Meter. Das haben wir auch letztens aufgefüllt. Muss ja nur Wasser rein. So, jetzt bin ich gerade mal am Schauen. Jetzt ist er da hinten. Jetzt überlege ich nur. Augenblick. Ja, lassen wir ihn erstmal stehen und füllen ihn mal gleich auf. Und dann können wir den mal hier runterfahren lassen. So, ein bisschen anheben, dann sehen wir ein bisschen besser, was rechts von uns passiert. Das sieht irgendwie komisch aus, ne? Aber ich glaube, es passt soweit. Ich denke, wir sind hoch genug, oder? Ja, also passt auch hervorragend. Sehr schön, sehr gut. Und hat tatsächlich komplett aufgebraucht, aber ich glaube, da passen ja auch 2800 Liter rein. So, dann lassen wir den jetzt erstmal hier stehen. Ja, 61%, also da können wir auf jeden Fall, aber ich denke, das müsste jetzt eigentlich auch so reichen. Okay, dann lassen wir den nämlich jetzt hier so fahren. Sieht, wie gesagt, ein bisschen jetzt merkwürdig aus. Aber wir sind auch wieder am Ende dieser Folge angelangt. Es sind wieder mal 24 Minuten herum. Und wir sind hier unterwegs mit dem Case und der Grimme Saatmaschine für Kartoffeln. Also ihr seht, es geht wieder richtig hier ab hier bei uns auf dem Big Farm Projekt. Das wird wieder richtig hier Action sein. Und im Prinzip
müssen wir uns irgendwann früher oder später noch ein paar Traktoren kaufen, damit wir hier effizienter noch und paralleler arbeiten können. So, ich sage recht herzlichen Dank. Ihr wisst, wenn euch das Ganze gefällt, dann bitte gerne ein Abo und ein Däumchen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Das wäre herzallerliebst. Und ich sage wieder mal bis zum nächsten Mal hier auf unserem Projekt. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.